Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Ava Aquatica oder, wie wir auch anders sagen sollten, Emeraldien. Ja, wir befinden uns hier gerade bei der, soweit ich weiß, bei der Farm. Ne? Das sieht ja alles sehr farmig aus. Und in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen rumgeguckt. Das heißt, wir gucken jetzt heute auch weiter. Überall schöne Blumen. Moment mal. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das ist natürlich cool. Das wusste ich ja gar nicht, dass das geht. Das ist natürlich sehr schön. Wir haben Kürbisse, Melonen. Hier hinten ist dann noch ein bisschen. Ja, wie heißt denn das? Rote Beete. Ein paar Pilze. Und hier sind Kartoffeln. Kartoffeln. Und Getreide. So. Oh ja. Ohoho. Ja, guckt euch mal die Rübenfelder an. Das sind große Felder. Das sind große Felder. Und hier sind Karotten und. Jo. Jetzt ist die Frage: Wo bauen wir die Silos hin? Da hinten kommt man ja nicht hin. Da könnten wir, da ist wenig Platz. Können wir die eigentlich nur auf dieser Seite hier bauen, oder? Hier? Ich glaube, hier war der Platz freigehalten sogar, oder? Zuckerrohr. Hier ist ja genug Platz. Hier ist genug Platz, da nicht. Na, und da hinten ist ja dann so weit, ne? Ich glaube, wir müssen die schon hier irgendwo hinbauen. Weiß nicht, sind die Akazien hier angepflanzt oder nicht? Arg. Ich bin auch immer so unwissend, ne? Wo geht denn hier der Weg hin? Der Weg geht bis hier hin irgendwo. Da ist irgendwie ein verschlossenes Netherportal. Da ist eine Kiste und ein Baugrund. Es ist nichts markiert, das ist das Problem. Komm, den Fall nehmen wir mit. Na ja gut, es soll ja auf jeden Fall hier in der Nähe sein. Das heißt, wir würden schon das so machen, dass die dann hier vorne irgendwo sind. Notfalls muss ja das Gewässer hier umgepflanzt werden. Ich glaube doch, das soll. Ich glaube, es soll hier hin, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe natürlich auch kein Material. Haben wir irgendwie Material? Farm des Kalifen. Also anbieten würde sich. Hier hätten wir Wasser, womit wir die Felder versorgen können. Platz hätten wir hier genug. Ja. Da hinten kommt man nicht hin. Nee, es muss schon hier sein, glaube ich. Hier oder hier? Irgendwo sollte es sein. Hier kommt, glaube ich, eine Brücke rüber, ne? Dann wäre es ja sinnvoll, die hier lang zu machen. Ich guck mir das mal an. Ich guck mir das. Oh, schön schief gewachsen Baum. Hier geht's ja lang. Und da hinten ist, glaube ich, ein Weg, ne? Was? Eine Maus? Eine Fledermaus? Ich glaube, hier geht es hoch. Ich glaube, hier soll ein Weg entstehen. Kann das sein? Oder so eine Brücke? Ah ja. Ah ja, okay, verstehe. Genau, hier geht der Weg lang. Und dann ist es ja so. Ja, dann würden wir das direkt hier machen, ne? Dann kann dann auch hier der Aufseher des Ganzen kann dann hier direkt runter und kann dann immer noch gucken. Also er kann dann halt hier lang gehen. Warte mal, wie ist denn das? 1, 2, 3, bup, bup, bup. Dann ist das ja hier, ne? Warte mal, wie breit ist der Weg? Ah, ist alles sehr schwierig hier. So, der Weg ist bis hier. Also bis da, der Weg, okay. Alles gar nicht so einfach, wenn andere was bauen. Das heißt, wir sind hier auf... auf der 3014. Die 3014.
ist hier. Das heißt, wir könnten hier... Hier ist die 3014. Genau. Das heißt, wir könnten quasi von hier... Nee, von hier wollen wir es natürlich nicht, ne? Das ist natürlich viel, ist natürlich Quatsch. Von hier, ne? 3014 ist da. Also hier. Ist die 15. Zack, zack. Ich ramme das jetzt mal grob ein. So. La 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 la. Sag ich mal bis... Von hier bis hier könnten wir Silos bauen. 3014. Machen wir einfach bis... Bis hier. So, so, so. So, dann hätten wir hier so den Platz. Bop, 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 bop. Warte mal, auf welchem Maß sind wir hier? Warte mal, wir müssen sowieso mal abmessen, ne, wie viel Platz hier zwischen ist. So und so. Gut, der See muss dann weichen, das ist alles kein Problem, denke ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das gleiche von hier, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boah, passt doch perfekt, ne? Ist doch kein schlechtes Maß. Wir müssen bloß gucken, wie wir das denn am besten machen. Ob wir alles in eine machen oder jeweils welche bauen. Da müssen wir mal gucken. Die Silos und dann da vorne so. Ja, könnten. Müssen wir mal gucken. 10 sollte eigentlich komplett reichen, ne? Und auch von der Farmfläche. Natürlich, klar. Das reicht auf jeden Fall. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir es hier machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Eigentlich reicht ein Platz, ne? Eigentlich müsste einer reichen, oder? Ein so ein Platz für so ein Silo? Na, oder wir bauen direkt zwei, ne? Wir können noch direkt zwei bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. So und so, ne? Das reicht vollkommen. Dann ist hier vorne noch ein bisschen Platz. Der hier muss dann auf jeden Fall weg. Da kommt der nicht drum rum, der Baum. Tut mir zwar leid, aber so ist das mal mit Bäumen. Weg. So. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und das gleiche natürlich dann hier. Hier so. Und dann wieder hier. Und dann das gleiche hier. Jo, okay. Jetzt haben wir das schon mal abgesteckt, ne? Das Gebiet, wo wir das bauen. Das heißt, wir könnten, theoretisch könnten wir jetzt hier auf die Ebene runter. So. Und dann können wir da wirklich schon mal anfangen. So. Die Umrandung zu legen quasi, ne? Ja, ja.
So und dann so. Das war einer zu tief, aber okay. Wir haben ja Platz, ne? Wir haben ja Zeit. Ist schon wieder Nacht oder wie? Das gibt's ja nicht. So. Ich mach das jetzt einfach mal so nach der Nase nach, ne? Wir müssen schlafen, stimmt. Gute Nacht, ne? In diesem Sinne, bis gleich. Ich trinke meinen Kaffee. Alter Falter, was hier unten an Monstern ist. Der Wahnsinn. So. Oder sollte ich eher sagen, alter Verwalter? Das passt ja, ne? Okay, komm, wir ziehen jetzt einfach hier die Linien. Wir ziehen jetzt einfach hier die Mauern, ne? Wir mauern das Ganze schön. Und wir wollen das ja auch so probieren, dass das Ganze ein bisschen aussieht wie in Falkenstein, ja? Beziehungsweise es muss sich natürlich in die Landschaft einpassen. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, meine lieben Freunde. So, schwupp, schwupp, schwupp. Ob der Typ jetzt bleiben sollte oder nicht, das ist mir jetzt eigentlich vollkommen Rille. Denn wo gebaut wird? Ja. Ja. Muss auch was fallen. So, zack. So, warum ich jetzt zwei Silos baue, ist ganz einfach zu erklären. Und zwar, das eine Silo wird für Mohrrüben und Kartoffeln sein. Und das andere Silo... Ach, keine Schaufel. Ha, Gott sei Dank haben wir uns eine gemacht. Das andere Silo wird rein für Brot sein. Denn Brot ist ein wichtiger Nährstoff oder ein wichtiges Nahrungsmittel. Und das war es auch schon, oder ist es auch, wenn ihr so Filme und sowas kennt oder auch sonstige Sachen. Brot ist überall immer wichtig, leicht herzustellen und ja, überlebenswichtig. Es liefert halt viel, was man zum Überleben braucht, gerade in Wüstenregionen. Gerade in Wüstenregionen ist Brot sehr wichtig. Auch lange haltbar, ne? Also, da gibt's nichts zu meckern. Da kennen wir ja nichts. So, zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja, da juckt natürlich mal fix die Nase, das ist ja nichts Neues. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Schon wieder leer. So. Dann bauen wir hier einfach die zwei Silos hin, ne? Ist ja kein Problem, oder? Sollte jetzt nicht das Problem werden. Warte mal, wir machen das hier am besten so, ne? So. Huch. Ist ja kein Problem. Kriegen wir hin. So. So und so, ne? Schwupp, passt. Der Baum kann dann auch stehen bleiben. Alle sind glücklich, alle sind happy. So, so viel Erde haben wir gar nicht mehr. Blöd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4. Okay. Die Mitte war denn hier, ne? Ah, ist auch eigentlich egal, ne? Wir machen jetzt hier noch den Trennstrich, der hier sein müsste. Bum, 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 bum. So. Lange genug haben die Emeraldia hier auf Lebensmittel warten müssen, auf große Lebensmittelverfügbarkeit. Jetzt sorgen wir dafür, dass hier ein bisschen mehr kommt, ne? Aber was wir noch ganz wichtig, was wir noch ganz, 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 ganz wichtig, was wir vergessen haben, das sollten wir vielleicht sogar direkt machen. Also hier haben wir dann ein Silo und hier noch ein Silo, ne? So sollte das so ungefähr dann passen. Ja. Was wichtig ist, was wir vergessen haben. Wir müssen mal ganz, ganz fix
gerade mal nebenbei was gucken. Oh, ich habe ein Loch in der Socke. Das gibt's ja gar nicht. Hopp. Wir müssen mal zu dem Lager und wir müssen uns mal irgendwie. Da gab's doch eine Tafel, da wo wir dann so Sachen eintragen konnten, ne? Kommen wir da drüber? Ne, da kommen wir niemals drüber. Weißt du das ja? Hä? Hä? Können wir uns jetzt hochbauen? Lalalala, hat niemand gesehen. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Oh, hier gibt es viele, viele tolle Sachen. Ich weiß aber nicht, wer das hier gebaut hat. Was ist denn das? Steht ja auch wieder nichts dran. Und das sieht anders aus als da. Ach so, ist normal. Könnte vielleicht vom Dune sein. Oder von der Schoke. Naja. Ja, in dieser Staffel werden viele Sachen anders werden. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich bleibt alles beim Alten. Komm, wir springen einfach mal rüber. Schön, ja? Mit Steinfenster, was ist denn das hier? Kann man luschern? Nee, lieber nicht, oder? KSB? KSB? Reitreihen-Einfahrt. Bestellungen. Ausgabe. Kein Durchritt. KSB. Was ist das hier? Ambrosius Shisha Bar. Ah, hallo. Da können wir denn mal. Was ist hier? Oh. Ein Kolosseum. Und mit unserem Platz sogar, das ist ja nett. Können wir gleich mal sitzen. Wie komme ich da hin? Ach ja. Hallo, weg hier, weg. Oh, ich komme da gar nicht hin. Das ist ja gemein. Aber schön, ne? Guckt euch mal an, wie groß. Und da kann man dann gucken. Naja, wir vertrödeln schon wieder so viel Zeit, ne? Können wir was mitnehmen? Nichts vom Wert. Hopp. Also nichts zu Wert, von Wert für uns, ne? Sag ich's mal so. Ich hätte gerade schwören können, hier war wer. Ein Einnasenhornpferd? KSB, was? Ach so. Keils Steakbraterei. Keils Steakbraterei. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Okay. Können wir eigentlich mal reingehen? Ne? Gucken wir. Hübsch, hübsch, hübsch. Können wir lecker Stehtisch und lecker Sitzbank. Hier so ein Tresen, ne? Große Sitze. Ne? Hier immer so für die Einzelesser so. Da ist das unsere Begierde. KSB Classic, Big Steak. Ah, Big Steak ist also ein Doppelsteak. Steak Royal mit Pilz. Keils Deluxe, Kürbis und Steak. Okay, dann haben wir hier scheinbar normales Steak. Der 1966er. Lecker Zwiebeln. Was? Wer pfeift hier? Steak Baguette, ja klar, Steak und Baguette, Steak Kebab, ja, und natürlich hier Kindersteaks Menü. Können wir auch rum, wir können hier sogar hintergucken. Die Brennerei, ja, schön, nee, wir wollen hier nicht zu viel verraten, oder was auch immer, was ist denn das? Ach so, Melonensaft, schön. Dann gehen wir wieder, ne? Wir wollten ja eigentlich gar nicht das Kolosseum, sondern so, guckt euch das Ding mal an, das ist voll riesig. Und mir wurde mal vorgeworfen, ich habe Größenwahn. Das möchte ich hier jetzt mal festhalten, ne? Ich habe, also, ne? Entweder habe ich alle angesteckt, was ich. Oh.
Das ist ein schöner Brunnen, der gefällt mir. Wir müssen jetzt langsam mal, wir müssen langsam mal jetzt hier, was ist denn da? Das ist ja schon wieder irgendwas, was ich nicht verraten darf. Na, du kleiner Piepmatz, wie geht's dir? Ah, das sieht aus nach Fuzzy hier, ne? Das gehört doch dem Fuzzy. Oh, es ist Nacht. Ich hab kein Bett, ich hab kein Bett. Warum hab ich kein Bett? Wo ist mein Bett? Wo hab ich mein Bett stehen lassen? Nein! Hier gibt's kein Bett. Gibt's hier ein Bett? Warum gibt's denn hier nirgendwo Betten? Es tut mir leid. Und eine Nachtechterung gibt's hier auch schon. Die irgendwie komisch leuchtet. Da gibt's doch bestimmt Betten. Wo haben wir denn unser... Ja. Wo haben wir denn unser Bett gelassen? Hier ist das Lager, ne? Das ist ja schön. Betten. 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 Holz. Steine. Eisen in der Schmiede. Werkzeuge. Eisen in der Schmiede. Betten. 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 Was ist das? Gibt's hier keine Betten? Alles ist hier. Waffen und so, aber keine Betten. Na toll. Wolle irgendwo? Wolle, Wolle? Was gibt's hier? Wolle? Steine. Hier gibt es Kohle. Ja, und wo gibt es Betten? Und wo gibt es Betten, meine Freunde? Tja, das werden wir wohl heute nicht mehr erfahren. Aber ich sage dann schon mal, wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal wieder, ne? Also bis dahin suche ich jetzt hier noch ein Bett und ja, bis zum nächsten Mal, ne? In diesem Sinne, tschüss.